Hey Leute, Alzano hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute gab es in Pokémon Home über das Mitteilungssystem eine Benachrichtigung, dass ab sofort gehackte Pokémon in Pokémon Home gelöscht werden. Was das genau alles für Auswirkungen hat, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! In seiner Mitteilung in Pokémon Home hat Game Freak heute Maßnahmen zum Schutz gegen Betrug bekannt gegeben. Das betrifft Pokémon, die weder über das Tauschsystem von Pokémon Home, also über den Transfer von Pokémon Bank, noch im regulären Spielverlauf in verschiedenen Pokémon-Titeln erhalten werden können. Aktuell häufen sich die Nachrichten von Nutzern, dass ihre gehackten Pokémon, zum Beispiel Shiny Zacian oder Zamazenta, durch ein nutzloses Ei in Pokémon Home ersetzt wurden. Welches Ausmaß diese Maßnahmen genau hat, kann man zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Bisher gibt es nur Mitteilungen über Shiny-Pokémon, die nicht im regulären Spielverlauf zu erhalten sind. Ob auch andere gehackte Pokémon, wie zum Beispiel von gewissen Webseiten, darunter fallen, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht klar. Game Freak hat in seiner Mitteilung auch mitgeteilt, dass sie nicht auf individuelle Fragen zu diesem Thema eingehen werden. Es bleibt also spannend. Haltet also immer einen Blick auf euer Pokémon Home. Sobald es Informationen gibt, welche Pokémon genau von diesen Maßnahmen betroffen sind, werde ich euch natürlich informieren. Bis dahin wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.